Juhu, Raketen! In diesem Video verrate ich euch meine Beauty-Geheimnisse. Ich bin mir sicher, dass ihr den ein oder anderen Tipp bestimmt auch schon kennt, aber vielleicht kann ich euch ja auch mit etwas Neuem inspirieren. Los geht's! Mein erstes Beauty-Geheimnis ist das Seidenkissen. Christian hat sich kaputt gelacht, als er eines Abends gemerkt hat, so okay, irgendwie liegt er anders als sonst. Und dann hat er mich eben gefragt, was es damit auf sich hat. Und da habe ich ihm Folgendes erklärt. Ich habe das irgendwie mal gehört, so Hollywood-Star-Tipp oder so, von wegen Anti-Aging-Tipps, dass so ein Seidenkissen eben ganz toll sein soll, weil es zum Beispiel die Nachtcreme nicht so schnell absorbiert wie ein Baumwollkissen, also Kissen mit einem Baumwollbezug. Oder aber, dass die Haare auch nicht so schnell zerzausen sollen oder dass auch dem Haar nicht so viel Feuchtigkeit entzogen wird. Christian glaubt nicht dran, also er denkt, dass das totaler Humbug ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also ich weiß nicht, ich finde, es klingt logisch. In Seide sind ja auch ganz viele Aminosäuren und also viele tolle Öle, die dann auch irgendwie der Haut wieder zurückgegeben werden. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, weil wenn man so ein Seidenkissen ein paar Mal gewaschen hat, frage ich mich, ob da nicht einfach mehr Waschpulver da drin ist als Rückstand, wie jetzt irgendwelche Aminosäuren. Aber gut, ich habe das Gefühl, wir schlafen besser auf diesen Seidenkissen, also ich zumindest. Und wenn da wirklich was dran sein sollte, dass man weniger Falten im Gesicht bekommt oder dass die Haare gesünder aussehen, weil sie eben weniger zerzaust sind und weil insgesamt dem Gesicht und Haar weniger Feuchtigkeit entzogen wird, dann soll es eben so sein. Mein zweites Beauty-Geheimnis ist wahrscheinlich auch kein Geheimnis, weil das viele von euch wahrscheinlich so machen. Aber jetzt, wo ich auch meine Haare wieder wachsen lassen möchte, wasche ich in folgender Routine. Also ich benutze immer erst den Conditioner, also den trage ich so in den Längen bis zu den Spitzen hin eben auf. Und dann wasche ich eben erst die Haare. Und das hat folgenden Effekt, dass eben die Längen nicht ausgetrocknet werden, sondern wirklich nur Kopfhaut gewaschen wird. Und dann hinterher, wenn man das eben ausspült, dann wird noch die ganze Spülung mit ausgespült. Und ich habe das Gefühl, dass das Haar dadurch wirklich weniger, wie soll ich sagen, weniger flusig ist, sondern irgendwie gesünder aussieht und eben nicht mehr so strapaziert. Mein drittes Beauty-Geheimnis ist, dass ich versuche, so wenig Abschminkprodukte wie möglich zu nehmen. Es ist ja heutzutage auch total in irgendwie dieses ganze Micellenwasser zu benutzen, also dass man vorher eben so mit Micellenwasser so ein ganzes Make-up abnimmt und bei vielen reicht das vielleicht auch schon und dann kann man schon die Nachtcreme auftragen oder das Gesichtswasser. Ich habe das Gefühl, mit diesem Micellenwasser oder diesen Abschminktüchern geht sowieso nicht alles weg. Das heißt, ich benutze einfach nur Produkte, mit denen ich mein Gesicht wasche und dann ist alles unten. Also, dass ich gar nicht so viele verschiedene Schritte machen muss, sondern waschen, Gesichtswasser, eincremen, fertig. Weil ich halt das Gefühl habe, mit jedem zusätzlichen Reiben und Machen und nochmal ein Produkt ist es irgendwie anstrengend für die Haut. Also meine Haut wird dadurch eher gereizt und ich habe das Gefühl, wenn man gereizte Haut hat, kriegt man irgendwie auch schneller Falten. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele tolle Sachen auf dem Markt. Ich benutze aktuell hier entweder von Body Shop gibt es eine Cleansing Butter. Also das ist so eine Art Butter. Ihr seht schon, da habe ich hier schon ein paar Mal reingebanscht. Also das ist wirklich sehr, sehr, wie heißt das? Nicht reichhaltig, sondern was ist das denn, wenn man etwas oft benutzen kann, bis es eben alle ist? Oh Gott, Leute. Na gut, ihr wisst, was ich meine. Es duftet sehr lecker, ist trotzdem auch für sensible Haut geeignet, weil also ich bin der Prototyp aller sensible Haut. Also meine Haut ist, glaube ich, kurz vor einer Neurodermitis-Haut oder so. Also ich muss wirklich ganz arg aufpassen, was ich für Produkte verwende. Es muss meist auch ohne Alkohol und unparfümiert sein, also gerade im Gesicht, weil meine Haut sonst super schnell gereizt ist und mit Rötung reagiert oder mit Pickeln oder ich dann plötzlich Juckreiz habe. Also es ist ganz schwierig bei mir. Hier von The Body Shop gibt es auch aus dieser Aloe Vera Serie so ein Gesichtsschaum. Also das schäumt man sich so in die Hand, kann dann damit auch das Gesicht waschen. Damit ist auch alles unten. Also das sind gerade zwei Produkte, die ich super gerne verwende, weil ich danach eben nur noch ein Gesichtswasser brauche. Und das ist ja auch immer der Test, ne? Wenn man dann den Wattebausch hat, Gesichtswasser drauf macht, dann nochmal drüber geht, dann muss dieser Wattebausch muss für mich sauber sein. Wenn ich da das Gefühl habe, ich habe noch irgendwelche Reste drauf, dann weiß ich, okay, meine Abschminkprodukte funktionieren nicht. Aber funktioniert in dem Fall schon. Das heißt dann nur noch die Nachtcreme und fertig ist es. Mein viertes Beauty-Geheimnis kennen manche von euch wahrscheinlich auch schon, vor allem auch wenn sie TGIF schauen. Da habe ich nämlich mal drüber gesprochen. Es ist der Apfelessig. Apfelessig nutze ich momentan, indem ich ihn morgens und abends trinke, also zwei Teelöffel in warmes Wasser mit einem Teelöffel Honig verrührt. Trinke ich eben morgens und abends. Ich habe es eine Zeit lang nur morgens getrunken, aber momentan trinke ich es auch abends, weil ich das Gefühl habe, es regt wirklich so den Stoffwechsel an und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich damit auch so ein bisschen abnehme oder zumindest nicht mehr so ab
Appetit habe, abends noch so Chips und Schokolade und den ganzen ungesunden Kram zu essen. Also probiere ich das gerade auch so ein bisschen als Abnehmtrick am Abend aus. Und ich mache einmal die Woche auch eine Apfelessigspülung. Dazu habe ich 800 Milliliter warmes Wasser, 200 Milliliter hier vom Apfelessig. Oder wenn es nur so eine kleine kurze Spülung sein soll, reduziere ich das Ganze eben. 100 Milliliter Apfelessig, 400 Milliliter warmes Wasser. Und mache das eben nach dem Haarewaschen, schütte ich das einmal drüber. Was auch noch zu diesem Tipp dazugehört. Also ich finde Apfelessig und auch Früchtetee, ich kann es nicht belegen, aber ganz viele von euch fragen ja auch so, wieso hast du so weiße Zähne? Zum einen glaube ich, dass weiße Zähne schon auch, ich glaube, das ist einfach in den Genen verankert, so was für eine Zahnfarbe man eben von Mutter Natur mitbekommt. Aber gerade so diese Verfärbung durch Kaffee trinken, Tee trinken, ich glaube, dass man dem auch gut entgegenwirken kann durch Apfelessig trinken, weil ich habe so das Gefühl, die Säure irgendwie sorgt die, glaube ich, dafür, dass die Zähne irgendwie heller sind. Weil zum Beispiel auch Früchtetee trinke ich auch sehr gerne. Glaube ich nämlich auch, dass das dazu führt, dass man eben hellere Zähne hat. Weil wenn ihr mal guckt, wenn ihr Früchtetee trinkt, ist der Becher hinterher immer noch weiß. Ne? Wenn ihr Pfefferminztee oder sonst einen Kräutertee trinkt, dann sieht man da ja immer schon in der Tasse so Ablagerungen. Und es kann sein, dass es nur so mein persönliches Empfinden ist, aber ich glaube halt irgendwie daran, dass so dieses Apfelessig trinken und Früchtetee trinken, eben auch in regelmäßigen Abständen, dass das halt dazu führt, dass die Zähne irgendwie sich nicht so schnell verfärben. Mein fünftes Beauty-Geheimnis ist, dass ich abends gerade immer oder auch tagsüber, wann immer es möglich ist, so kleine Sportübungen mit einbaue. Ich habe das irgendwann mal, ich weiß nicht, vor 100 Jahren in einem Interview mit Heidi Klum gehört, weil sie gesagt hat, sie macht eben immer beim Zähneputzen oder wenn sie gerade irgendwie Abwasch macht, als ob Heidi Klum irgendwas abwaschen würde, aber gut. Sie macht halt so in diesen alltäglichen Dingen, die sie eben tut, macht sie so kleine Sportübungen. Also wenn es eben so dieses Beinheben so für den Hintern eben ist oder wenn ich jetzt Nikolas trage und da dann eben so meine Kniebeugen damit mache. Also ich versuche halt abends zum Beispiel auch vom Fernseher auch da so kleine Bauchmuskelübungen. Wann immer es möglich ist, in meinem Alltag versuche ich so kurze, kleine Sportübungen mit einzubauen und ich habe das Gefühl, dass die Regelmäßigkeit, die führt dazu, dass man sich zum einen dran gewöhnt, also der Körper gewöhnt sich auch wieder daran, so Sport zu machen und ich glaube auch, wenn man das langfristig macht, dass man dadurch auch irgendwie, ja, das ist wie ein kleines Sportprogramm eben und ich denke auch, dass man diese Dinge dann eben sieht. Mein nächster Beauty-Tipp ist jetzt auch aktuell wieder wichtig, denn so langsam kommt der Frühling, die Sonne scheint immer häufiger und da ist es total wichtig, einen Sonnenschutz zu benutzen. Habe ich früher nie gemacht, habe ich auch nicht kapiert, warum man das machen soll, aber das ist wirklich eine Sache, die ich mir aus Korea auch abgeguckt habe von meinen Tanten. Die benutzen auch immer Sonnenschutz. In Korea heißt es auch, also da gibt es so ein Sprichwort, da sagt man, im Frühjahr schickt man die Schwiegertochter aufs Feld und im Herbst schickt man die eigene Tochter aufs Feld. Voll gemein eigentlich. Aber es ist eben so, dass die Frühjahrssonne sehr giftig sein soll. Darum achte ich da eben auch darauf, bevor ich mein Make-up auftrage, dass ich drunter erstmal zum einen eine gute Pflege und natürlich auch einen guten Sonnenschutz auftrage. Mein siebter Beauty-Tipp wird euch bestimmt gefallen, wenn ihr das nicht sowieso schon macht. Ich finde, wenn man zum Beispiel auf seine Figur achtet und auch auf Ernährung achtet oder sonst auch immer sehr diszipliniert ist, ist es total wichtig, dass man einmal in der Woche einfach mal alles gehen lässt. Dass man einmal in der Woche einen Tag wirklich so einen Fauli-Tag machen kann, wo man einfach alles essen kann, wo man alles machen kann, worauf man Lust hat, wo man nichts macht, was einen irgendwie stresst, sondern was einfach so ein bisschen so Detox für die Seele ist. Das bedeutet, wenn man Bock hat, kiloweise Schokolade und Chips zu essen, dann macht man das einfach an diesem Tag. Oder wenn man Bock hat, nur faul auf dem Sofa zu liegen und in den Fernseher zu schauen, dann macht man das eben an dem Tag. Kommen wir zu meinem nächsten Beauty-Geheimnis. Das ist auch etwas, was wahrscheinlich sehr viele von euch kennen und wahrscheinlich auch benutzen. Kokosöl. Kokosöl nutzen viele, glaube ich, auch für die Haare, für das Gesicht. Das sind zum Beispiel zwei Gebiete, die bei mir überhaupt nicht funktionieren mit Kokosöl. Allerdings finde ich Kokosöl in Verbindung mit einem alten Kaffeesatz, also ich habe jetzt hier nur einen Kaffeefilter, ne? Aber ihr wisst ja, wie man, wenn man Kaffee macht, kann man eben hier so diesen Filter nehmen, macht da Kaffeepulver rein, gießt das Ganze mit Wasser auf, trinkt seinen Kaffee, aber da hat man hinterher immer noch diesen Kaffeesatz über. So, und da packe ich mir einen Teelöffel von diesem Kokosöl rein. Das Ganze schmilzt dann natürlich schön weg. Das vermischt sich dann auch so, dieser Kaffeesatz mit dem Kokosöl. Und das nutze ich dann als Körperpeeling. Ich finde, zum einen ist dieser
Duft wahnsinnig toll. Also ich liebe Kaffeeduft und ich liebe auch diesen Kokosduft. So, und das zusammen unter der Dusche finde ich einfach total genial. Die Haut ist hinterher absolut weich. Also dieses Peeling durch den Kaffeesatz, das entfernt ja so abgestorbene Hautschüppchen. Dann das Kokosöl darin macht die Haut natürlich auch total weich. Und das ist eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde. Mein 9. Beauty-Geheimnis ist auch eine Sache, die ich früher regelmäßig gemacht habe. Also mit früher meine ich in den 20ern, Mitte 20. Irgendwann habe ich damit aufgehört, aber ich möchte jetzt wieder damit beginnen, weil ich weiß noch, dass es mir damals eben sehr gut getan hat. Und das war eben zweimal in der Woche einfach mal das Abendessen ausfallen lassen. Ich habe nochmal nachgelesen, weil ich wissen wollte, was genau tut man sich dann damit eigentlich an oder was genau ist denn da so positiv für den Körper? Und ich habe Folgendes herausgefunden. Es regt die Produktion von Wachstumshormonen an, es verzögert den Alterungsprozess, es stimuliert den Fettabbau und strafft die Haut. Also, wenn man da so ein bisschen recherchiert, steht auch im Internet, dass es ideal ist, wenn man das zweimal wöchentlich macht. Ich finde es ja immer super schwierig, abends nichts zu essen, ne? Also, wenn ich den ganzen Tag mit dem Frosch irgendwie unterwegs war und Christian kommt am Abend nach Hause und er isst dann und ich sehe dann irgendwie, wenn wir so leckere Brötchen da haben oder so, das ist dann natürlich echt schwierig. Aber ich versuche da jetzt auch für mich einfach wieder so ein bisschen mehr Disziplin reinzubringen, um mich halt auch in meinem Körper wieder wohlzufühlen, um eben so die letzten Pfunde noch zu verlieren, die ich eben durch die Schwangerschaft dazu gewonnen habe. Und durch den Sport, den ich ja jetzt auch mache, möchte ich das dann eben auch nochmal positiv unterstützen, einfach um im Sommer einfach mal wieder so fit und so in Form zu sein wie früher eben. Last but not least kommen wir zu meinem 10. Beauty-Geheimnis und das ist wirklich eine sehr subjektive Sache. Kann sein, dass ihr das jetzt hört und euch denkt so, was? Nee, sehe ich überhaupt nicht so. Aber ist meine persönliche Meinung. Ich sag's euch jetzt einfach mal, ihr könnt ja gucken, was ihr dann damit macht. Ich persönlich finde, dass man jetzt, ich zum Beispiel, ich bin ja Mitte, Gott, bald schon Ende 30. Gott, Leute, es geht bei mir echt schon auf die 40 zu. Dass man eben in meinem Alter oder so in diesem, wenn man über 30 ist, Mitte 30, dass man da eben nicht unbedingt Trends mitmachen sollte, die für 20-Jährige gedacht sind. Also, finde ich zum Beispiel. Momentan ist ja super angesagt, dass man eben so diesen ganz dramatischen Eyeliner zum Beispiel trägt. Ich finde, wenn man jetzt nicht mehr so ein junges Gesicht hat, sieht es total komisch aus, wenn man da eben so wahnsinnig angemalt ist. Ich persönlich finde, dass es einen eher älter macht als jünger macht. Kann natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich sein. Es ist natürlich auch je nach Anlass. Ich meine, wenn man hier groß den 50. Geburtstag von Onkel, Tante sowieso feiert, dann kann man da natürlich auch mal so ein bisschen auf die Pauke hauen. Aber ich finde gerade für den Alltag, also ich würde jetzt nie, wenn ich irgendwie nur zum Einkaufen gehe oder auf den Spielplatz oder Nikolas zu seiner Tagesmutter bringe, würde ich nie mit so einem dramatischen Eyeliner zum Beispiel durch die Gegend laufen. Ich persönlich würde zum Beispiel auch nicht machen, mir jetzt meine Haare blau zu färben oder so. Das ist ja momentan auch mega angesagt. Weiß ich nicht. Ich finde, solche Sachen machen einen ab einem gewissen Alter eher älter, auch wenn man denkt, so, Mensch, das machen doch gerade die Jungen, das mache ich jetzt auch, wirkt es auf mich persönlich eben immer so ein bisschen komisch. Und darum versuche ich sowas eben zu vermeiden und finde halt auch, dass, wenn man so in den 30ern ist, dann ist Natürlichkeit irgendwie schöner und macht einen irgendwie jünger, als wenn man sich eben zu sehr bemalt oder zu viel irgendwie macht, was eben gerade Trend ist. Ist meine persönliche Meinung, kann jeder anders machen, wie er sich eben wohlfühlt. Das ist am Ende auch immer ganz wichtig. Aber ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video vielleicht auf die ein oder andere Idee gebracht habe. Vielleicht habt ihr auch noch tolle Beauty-Geheimnisse, Beauty-Tipps, die ihr jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben wollt und mit uns anderen auch teilen wollt. Ich freue mich sehr, mir das alles durchzulesen und danke euch, dass ihr dieses Video geschaut habt und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, die Raketen. Tschüss.